Wenn ich 4 Inseln für die Achievements brauche, dann werden wir eine Weile hier sitzen. Ansonsten, vielleicht kriege ich es aber heute fertig. Was soll ich mit euch denn machen? Leute abfackeln, also Wächs abfackeln, denke ich mal. Ach ja, da war was mit einem Boost. 8 Mächte in einer Mission boosten. Wer war der Booster? Ah ja, der Passiv. Gilt dieser Passivbonus aber nur für dich? Kann sein, dass der nur für ihn gilt oder für die ganze Truppe? Da bin ich mir nicht sicher. Weil ich soll 8 Mal in einer Mission schaffen. Ich habe 3 Matches. Wie viele Runden haben wir? Ja, könnte sein, dass das nur für ihn gilt. Was ist das hier? 3 Gegner anzünden mit einem einzigen Angriff. Könnte machbar sein. 8 Schaden mit den Raketen. Mit einer einzelnen Aktivierung. Mit denen hier. Ja, durch den Push. Ich brauche auf jeden Fall eine Aufwertung. Ich brauche die Push-Aufwertung. Dann ließe sich mit Push-Damage das eventuell anrichten. Also eine Insel muss ich auf jeden Fall abschließen, damit ich die... Außer ich habe Glück mit Zeitkapseln. Schauen wir mal. Wir bleiben auf easy, dann brauchen wir auch nicht so lange. Weil ich nicht 300 Mal von vorne anfangen muss. Wo würdet ihr denn am besten funktionieren? Auf Archive, da gibt es sehr viele Sachen, die man anzünden kann, würde ich mal sagen. Du hast ein Power-Up available. Ach ja, weil der einen +1 Reaktor mitbringt. Fehlen mir allerdings. Ich pack's dir mal dahin. Nee, ich werde jetzt keine Piloten umsetzen, weil sonst hätte ich das da gleich. Ich werde mal keine Piloten umschiften. Luftunterstützung haben wir. Mindestens 5 Gegner töten. Kraftwerk schützen dahinten. Okay. Jetzt werde ich das gleiche mal ausprobieren, ob der Boost halt nur für den einen gilt oder für den ganzen Trupp. Wenn es für alle 3 gilt, ist es natürlich super. Wenn die anderen trotzdem brennen, dann wäre es blöd. Okay. Du kannst mal... Nee, dann würde ich da rumschubsen. Ich werde mal dich ein bisschen ankuckeln. Du bist der mit den Raketen. Du verbrennst mal da. Und du testest jetzt mal aus. Das gilt für den ganzen Trupp. Okay, also das Achievement sollte recht easy machbar sein. Das sollte doch recht gut machbar sein. Die bekommen alle 3 den Boost. +1 auf den Schaden. Für die nächste Runde. Ich jetzt alle. Ich habe leider nur einen Gegner. Das macht aber nichts. Also, ich muss die Ziele so auswählen, verdammt nicht. Ich muss 2 Ziele wählen. Aber kann ich auch so schießen? Kann ich theoretisch auch.
Ah, okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Da will ich mich nicht hinstellen. Egal welche Position. Ah, ich will meinen eigenen nicht angreifen. Der soll da eigentlich stehen bleiben, um die Gebäude zu schützen. Ja, ich weiß, der hat noch eine Aktion. Aber wenn ich beide Schüsse verteilen muss, ist das blöd für mich. So. Hi, Peachy. Da stehen bleiben sollte ich auch nicht. Oh, habe ich genug Bewegung, um mit dem... Nein. Ah, verdammt. Wenn ich ihn abschieße, macht der 2 Schaden, dann rempelt er in den Reihen, sind 3. Das reicht für das Achievement nicht. Nee. Leider nicht. Kann ab da schießen und ab da, dann habe ich da keine Probleme. Der stirbt durch den Airstrike. Der ist zuerst dran. Ich nehme da gleich mir meine Gummistückchen. Ich möchte nur erst hier noch... ein bisschen Sachen anzünden. Hihi. So. Das Boost. So. Also die das Kraftwerk ist safe. Ja, komm, stell dich nicht so an. Das ist nur ein Firefly. Der macht nicht so viel. Könnt ihr nicht mal so stehen bleiben, dass ich 2 mit dem abschießen kann? Meiei. Echt jetzt? Der stirbt sowieso wieder, also egal. Der hüpft, das finde ich nicht so gut. Felder ohne Wald kannst du aber nicht anzünden. Nein. Kriege ich denn? Ich müsste es andersrum. Ich müsste mich da hinstellen, den mit einem Schuhhahn machen, ihn dann schubsen, in den anderen reinschubsen, dann kriegen die beide hier dann nochmal 1. Aber das habe ich leider nicht. Ah, ich komme nicht an den ran, verdammt. Weit weg. Wenn er soll, ich halt ein bisschen Feuer zu. So. Sollen die ihr Schlimmstes tun? Ich nehme mir meine Gummistückchen in der Zeit. Hi. Was nehme ich denn an Gummistückchen heute? Einen Schnulli. Oh, ein Flieger für den Airstrike. So ein Krokodil. Na, die da hinten stehen gut. Aber der kann noch nicht so weit laufen. Verdammt. Für den Boost muss ich im Feuer stehen bleiben, ne? Das war vielleicht keine so gute Idee. Ich glaube, das war keine so gute Idee.
Ich will den Punkt haben. Verdammt. So. Dann ist das dann doch safe. Kannst da und da lang schießen. Ich habe halt immer noch nicht den Push, das ist halt blöd. Schubse ich den da ins Gebäude? Ah, das ist kacke. Ah, Resist. Nice. Okay. Aber trotzdem. Ah, der ist immer noch da. Ein Problem. Ich glaube, ich muss gleich nochmal von vorne anfangen. Mal schauen. Alles gut. Ich habe gesehen, du hast vorhin Feierabend gemacht. Hast du wenigstens noch geschafft, was du da... Hast du es auf dem Berg mit dieser Göttin noch geschafft? Ich war so abgelenkt. Ich habe noch nicht mal sehr viele Pokis erwischt bei dir im Stream vorhin. Lalala. Heieiei, habe ich Grit eingesteckt. Das tut weh. Zwar eins wieder zurückbekommen, aber trotzdem. Und noch keine Rettungskapsel. Schauen wir mal. Hast es nicht geschafft? Oh je. Das ist doof. Naja, ein andern Mal wieder. Warst du einfach zu K.O.? Naja, der Tag war halt auch schon wieder voll geplant, ne? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Diesmal kann ich das aber nutzen. Damit ist der fort. Du bist ein Artillerieding, ne? Deswegen, du schießt dahin. Du nimmst dir mal einen Feuerboost. So. Ja, ich weiß, du kannst noch was tun, aber ich habe nichts Sinnvolles für dich. Du machst kein anderen Mal mehr. Ja, gut. Dann ist es halt so, wenn du das nicht zu Ende spielen willst. Entscheidest du. Der Zahn wird jetzt dann doch gezogen. So, bist du heute umsonst da gewesen? Nur um das herauszufinden, dass sie ihn jetzt doch ziehen wollen, oder was? Ich besser schießen. Wie viel ich habe 3 Boosts gerade. Gut, die müssen ja nicht in... Moment. Müssen die alle in einer selben Mission sein? Ich habe doch jetzt eben nur 2 Boosts geschafft. Die müssen wahrscheinlich nicht alle in derselben sein. Muss ich gleich mal zwischen den Missionen gucken. Okay, wer steht wo? Okay. Du erzeugst etwas Verwüstung. Du stellst dich hier hin. Du fackelst den an und du schießt ihn ab. Boom.
weiß, dass du noch was machen kannst, aber es ist niemand zum Abschießen da. So. Einen zum Abschießen habe ich geblockt. Wenn ich dich dahin stelle. Nee, kann ich den anderen leider nicht dahin stellen. Schade. Nee. Ich hab's doch schon ausprobiert. Ich kann doch keine mit ihm keine Felder anzünden, wo kein Wald steht. Aber er kann theoretisch sich auf das Feld dann stellen. Okay. Also du kannst dich dahin bewegen. Du kannst dich dahin bewegen. Du kannst in die Richtung anzünden. Dann kann er sich ja ein Feld mit Boost holen. Und du kannst dann diese Hornet abschießen. So. Du hättest noch was zu tun, aber es gibt nichts. Der Wald brennt schon. Nee, es war ja kein Wald. So. Ja, in etwa. Haben nur ein bisschen geschliffen, dass die gebrochene Kante nicht mehr scharf ist. Dafür haben wir eine Stunde warten müssen. Und noch eine Überweisung für einen Kieferchirurgen. Ach du je. Hätten sie das nicht bei einem anderen Termin, wo du schon da warst? Da, na gut. Na, was willst du machen? Jetzt ist es eh zu spät. Immerhin weißt du das jetzt. Ich hoffe, du hast dann danach Ruhe. Ist das der letzte Zahn, der noch Probleme macht? Ach so, der ist erst am Sonntag abgebrochen. Oh. Ja gut, okay. Dann war das noch gar nicht so lange her. Das ist natürlich uncool. Das ist etwas uncool. Jetzt kann man ihn nicht mehr reparieren, weil kein Nerv mehr drin. Ja, einen toten Zahn reparieren macht nicht wirklich Sinn. Ja, ich sollte da vielleicht weg. Ah ja, war da nicht was? Ich muss ihn tatsächlich in einer Mission boosten. Uff. Hier habe ich jetzt nicht viel Wald zum Anzünden. Das ist ein Problem. Ich komme da auch nicht aus dem Weg. Jetzt habe ich extra diese Insel zuerst genommen. Ei. Diese Mission ist nicht so gut. Der Einzige, mit dem ich noch Feuer machen kann, bist du. Ja, hallo, bedrängt mich mal da nicht so. So. Wenn ich den da stehen lasse, dann gibt es ein Problem. Der geht jetzt mal da weg.
Ja. Da haben wir das. Ich fühle mich hier etwas eingeengt. Das war doof. Ich muss den da stehen lassen. Sonst schießt er mir das ab. Das wäre unschön. Machen wir erst den da. Dann den da. Und dann den da. So. Du musst da stehen bleiben. Aber wenn du dann blockst, stirbst du auch. Ach, verdammt. Weil es ja ein Spawnblock ist. Diese Runde macht mich fertig. Ich habe das Feld doch angezogen. Ah, nee, du hast ja danach geschossen, deswegen war der Boost weggestimmt. Makes sense. Aber mal so andersrum. Du hältst mehr aus. Bewegst du dich dahin? So. Und reduzierst mal die Gegner. Die 8 Boost kriege ich da jetzt nicht mehr zusammen. Also. Nee, niemals. Wie nett die Flutwellen sind und die Häuser immer stehen lassen. Ach du meine Güte. Ich habe das Gefühl, der Zahnarzt, bei dem du bist, ist nicht wirklich so guter Zahnarzt. Nicht so wirklich. Hallo, komm her. Beweg dich. So. Keine Gegner mehr da. Ich hab's wieder nur auf 3 geschafft. Ah! Okay. Deine Mutter meinte, sie hat das aber auch geahnt. Ja, gut möglich. Hatte sie. Nee. Hatte nicht in deiner Familie jemand ähnliche Probleme sogar? Oh, bin ich froh, dass ich nicht so viel Zahnprobleme habe. Dafür habe ich andere. Aber Zähne? Oh Gott, das ist ja minenverseucht. Will ich das? Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob ich dieses Minenfeld betreten möchte. Ich glaube, da beschütze ich doch lieber den Zug. Ich beschütze den Zug. Zeitkapsel macht sie nicht kaputt. Wehe. Ey, da schubse ich ja meine eigenen Leute, ist ja Unsinn. Mich selber mit angreifen geht aber auch nicht. Okay, das finden die nie so geil. Dann machen wir das mal lieber nicht. So.
Der Zug bewegt sich dann dahin. Also kann ich eigentlich schon beruhigt mich dahin stellen. Okay. Ja, dein Montagejob da mit dem Chef und allem, das war einfach absolut Kacke. Was lernt man daraus? Wenn du einen Kackchef hast und nicht zum Zahnarzt gehen kannst, ja, kannst du auch einfach schlechter weggehen. Wenn du dann arbeitslos bist, ist das genauso ein Problem. Die sind weg. Aber das bringt mir nichts, den zu boosten, weil es auch schon wieder in zwei Runden rum ist. Also Zahnarzttermine sind wichtig. Aber man muss halt Zeit dafür haben, ne? Jobs, die nur unter der Woche da reingeknallt werden, sind Kacke. Kann ich mich da in den Weg stellen? Ja, kann ich. Ich kann leider nur bis dahin anfackeln. Ich komme leider nicht bis dahin. Nee, das sollte ich nicht tun. End. Oh, den da unten habe ich ja voll übersehen. Ups. Nee, das war ein zu kurz. Da musst du hin. Ich sehe da nämlich... Ah, shit. Nein. Der Schubs. Nee, nur die seitwärts davon werden geschubst. So rum. Na, ich will aber die... Na, wenn ich dich da hinschubse, dann mache ich die Kapsel kaputt. Ist genauso blöd. Ach, Mann. PC ist nachher dran. Ich muss die Hornet da wegkriegen. Was? Du wirst nicht übernommen nach deinem Praktikum, oder wie? Nicht übernommen, aber Praktikum verlängern. Ja, schön. Praktikum kostet die Firma nicht. Bist du kostenlose Arbeitskraft, die man rumschubsen kann. Muss ja auch nicht sein. Ach Gott. Ichi, du hast es gerade nicht leicht. Ich stell den da hin und repariere ihn. Dann kann er den Schubsschaden auch halten. So, dann mache ich das jetzt doch hier. So, weil er das überlebt. Der Zug ist ja da schon weggefahren. Deshalb kann ich auch das dann machen.
Tschüss. So. Ich drück dir mal die Daumen, dass du nach einem Praktikum in einer anderen Firma was kriegst, weil du kannst aber auch nicht ewig von einem Praktikum zum nächsten hüpfen, ist ja auch nicht so geil. Eisgenerator für die Feuersquad, na, ich weiß nicht so recht. Ab geht's. Zum Boss. Aber hey. Hehehe. Wir haben die Push-Fähigkeit. Sehr schön. Also können wir das da schon mal. Oh, 8 Boosts in einer Runde schaffen ist aber echt nicht easy. Ich bin kein Arbeitgeber, sonst würde ich dir sagen, komm zu mir. Aber ich manage das Ganze ja alleine und von dem, was ich da verdiene, das reicht gerade mal so für mich. Vielleicht sollte ich doch echt mal Lotto spielen, im Lotto gewinnen, einen Haufen Geld machen, dann kommst du zu mir und dann wirst du meine Tierpflegerin oder so. Wenn du mal einen Tag nicht schaffst, dann ist es auch nicht schlimm. Es werden einfach die falschen Leute gesucht. Verfürchte ich. Oh nein, das ist keine gute Idee. Dann schießt er da lang durch. Habe ich einen Boost. Dann gehe ich hier rüber. Fackel da noch ein bisschen was an. Ah, das war keine gute Idee, weil dann stehst ja du da im Weg. Nicht so gut. Moment. Aber das zuerst. Du daher? Ja, da steht der im Weg. Funktioniert das auch, wenn ich... Na, nicht du. Du. Wenn ich später anzünde? Ja, ich krieg trotzdem den Boost. Aber ich krieg halt auch den Schaden, ne? Das ist es. Okay. Das war dann natürlich nicht so gut. So oder so. Ich habe am Anfang blöd platziert, muss ich sagen. Ich weiß halt vorher nicht, wie die Gegner laufen. Das ist das Problem. So. Soll der seinen Kollegen da anschießen von mir aus? Steckst du ihn da noch in Brand, so. Er schießt seinen eigenen Freund ab. Ey, lasst mir noch die Feuerfelder frei. Ich möchte da mal meine Boosts abholen, ja? So, der ist schon mal weg. Erzeugst du noch mehr Feuer? Und du? Diesmal so.
Das ist nur ein simpler, ja, der macht nicht so viel Schaden. Das halte ich mal eine Runde aus. Pichido, bist du nicht die Einzige, der so geht? Da gibt es viele Leute, die einfach so kaputt sind. Von allem. Unsere Gesellschaft ist einfach da ein bisschen kaputt. Leider auch. Ah, Moment. Du könntest das Feld erstmal anzünden. So, damit er da einen Boost bekommt, dann würde der den nämlich killen. So. Ah, es tötet den nicht mit Boost. Schade, es war einer zu wenig. Ich komme nur auf 4 Boosts und habe nur noch 2 Runden. Das ist nicht so easy. Ja, die Leute suchen voll gesunde und billige Arbeitskräfte, aber ich wette mit dir, 80% der Bevölkerung, vielleicht sogar mehr, sind es nicht. Der eine Nachbar da draußen. Ich muss mal das Fenster zumachen, das nervt. So, irgendein lautes Gartengerät. Das ging mir gerade ein bisschen auf den Keks. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Selbst das Ausland hat kapiert, um Deutschland einen Umweg zu machen, denn es geht um die Arbeit. Also nicht in Deutschland zu produzieren, meinst du? Kriege ich die Boosts nicht. Mir fehlen 2 Boosts. 2! Das ist doch gar nicht so easy. Die Achievements sind nicht easy. Ja, Perfect Island geschafft. Was machen wir denn jetzt? Ist das? Alle Mechs extra HP, finde ich gut. Gib her. Nee, Quatsch, bei dir war das. 3 Cores für extra Damage. Das würde das Achievement einfacher machen. Und was hatte ich noch? Ja, genau. 8 Schaden mit der Rakete. 3 Gegner auf einmal mit einem Angriff anbrennen. Da müsste ich seine Reichweite erhöhen, oder? Und es halt hinbekommen, dass die in einer Reihe stehen, zu dritt. Oder hiervon die Reichweite erhöhen. Da der auch Sachen anbrennt. Wenn kein Wald auf dem Boden ist. Ich glaube, das erhöhe ich bei dem. Bei dem mit dem extra Damage und Push müsste das dann hinhauen. Wenn ich mit 3 Cores, wie viel habe ich? Das Passivding würde ich aber einbauen. Das will ich verkaufen, das brauche ich nicht. Mir fehlt 1 Core. Okay. Passiv, den extra HP würde ich aber nehmen. So. Ich warte, bis ich den dritten Chor habe für dich. So.
Ja, beziehungsweise die arbeiten wollen, aber zu wenig in ihrem Land kriegen, beziehungsweise flüchten müssen, die wollen eher nach USA oder Skandinavien. Oder Indien, zum Beispiel wegen IT. Ja, da kennt man. Aber ist das nur ein Klischee oder ist das wirklich so mit Indien und viel IT? Die ganzen Tech-Support-Scams sind häufig Inder. Aber das sind auch nur arme Säue, die sonst keinen anderen Job kriegen. Zum Teil. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Haha. Die Insel war halt noch die beste, weil ich mit zwei Mechstar-Sachen anzünden kann. Bl, 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 bl. Konnte ich hier nicht auch die Säurepfützen anzünden? Ich weiß es nicht so ganz. Echt? Ist das so? Oh, kann gut sein. Da ich wenig damit zu tun habe, weiß ich das jetzt selber nicht. Ich gucke halt nur immer diese ganzen Scam-Videos. Oha. Aber hi, Fred. Spawns blocken. Ach ja, ich sollte noch jemanden das einsetzen, dass wir da. Ah, ich muss aber Power reinbringen. Verdammt. Natürlich. Das braucht Power. Ja gut, dann kriegst du das. So. Dann haben wir das zumindest. Dann brauche ich noch zwei weitere Kerne, damit ich das machen kann. Einen mehr. Na gut. Aber die extra AP ist halt nützlich. Und ja, es sind nicht nur Leute aus Indien, die scammen. Es gibt auch viel aus anderen Regionen. Also hier bei uns im deutschsprachigen Raum vor allem. Aber wenn ich dann wieder so die Videos von Scammer Payback, ist halt ein englischer Kanal, gucke, na, da sind es halt meistens irgendwelche Callcenter aus Indien, die da hops nehmen. Aber ja, es ist natürlich nicht nur in Indien. Soll ich mich das trauen? Ah. Ich trau mich das mal, weil es gibt zweimal Energie. So, jetzt schön in einer Reihe aufstellen. Ach, schade. Leider nicht mit den Hopsis. Na, ob das so eine gute Idee war, mich mit denen einzulegen. Oh, ich hasse Gegner, die mich einspinnen. Verzieh dich, also. So, damit ist der eine schon mal weg, aber leider hat mich das nicht von dem befreit. Das ist ein Alpha, der macht immens Schaden. Nee, so funktioniert das leider nicht. Aber der Boost wäre halt perfekt für dich. Du bist dann so geboostet und würdest den halt wegschießen. So. Und du fackelst das ab, bevor das irgendeinen Ärger anrichtet. War schon mal ein Boost. Ich habe nur noch 4, 3 Runden. Wie soll ich das rundenmäßig hinbekommen?
kann dich ins Gebäude pushen, ist blöd. Oder da. Warte mal, wenn ich dich da hinstelle. Mit dir dann Feuer drauf mache für den Boost. Ah, nein. Ich würde da Schaden machen. Das ist blöd. Wenn ich mich da hinstelle dann, oder da, dann blockiere ich dir den Weg. Das ist auch kacke. So oder so. Kacke. Ah, verdammt, ich habe den vergessen. Na gut. Ich kann da nicht weiter blocken, das hält er nicht aus. Wer auch immer da rauskommt, brennt. Auf jeden Fall. Du schießt dahin und dahin. So. Dann würde ich mir natürlich den Platz frei machen, dann dich da boosten können und dann könntest du... Ja, Moment. So, dann könntest du das für den Boost nutzen, was aber, glaube ich, nichts bringt, weil ich sie wieder nicht schaffe. Hey. Hallo? Achso, du kannst nicht so weit. Ach Gott. Und schieß auf den. So. Dann nimmst du dir den Booster und dann so. Aber es reicht wieder nicht. Ja, ich bin wieder nur bei der Hälfte. Ich kann maximal 3 nächste Runde kriegen und dann ist Feierabend. Das Ding ist nicht zerstört, es geht jetzt hoch. Okay. Ärgerlich mit dem Kraftwerk. Verzieh dich. So. Damit explodierst du nicht mehr. Du wirst geschubst und tust da nicht weh. So. Es ist nicht so easy. Aber ich spiele trotzdem noch weiter. Ich habe die Spawns nicht geblockt. Was eigentlich Missionsziel war. Verdammt. Es sind beiden Conveyor Belts, ne? Würde aber gerne an das da unten kommen. Wegen der vielen Sterne. Ah, da ist es nur eins. Töte mindestens 5 Gegner. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Könnt ihr euch mal in einer Reihe hier genau vor sich stellen? Ihr seid leider nur 2. Ich muss aber 3 auf einmal anfackeln, ne? Fehlt mir einer dafür. Da fehlt mir einer dafür.
war schon mal ein Boost. Nee, da würde ich das machen. Das ist keine gute Idee. Wenn ich dich blocke, ist auch keine gute Idee. Dann klappt das mit den drei Gegnern anzünden nicht. Aber der, ja, der verbrennt halt auch nächste Runde. Bredouille. Nur damit er nicht wieder jammert. Du hast noch Aktionen offen. So. Der bringt immer ein Zusatzding mit. Aber leider, nein, nicht nah genug beieinander. Verdammt. Nicht nah genug beieinander. So, damit brennst du. Angreifen. Bewegen, please. Es ist schwierig, die Gegner so zu dirigieren, wie man es braucht. Wenn ich das Ding da liegen lasse, dann explodiert es da. Das finde ich uncool. Das spawnt halt nächste Runde einfach ein neues. Ja, und es gab trotzdem Casualties durch den Schubs. Ach, verdammt. Na gut. Der brennt nicht so gut. Nein! Wieder steht ihr total kacke. Mann. Ja gut, da ist aber ein Schild. Der würde mich eine Runde retten. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Methode, um Munition zu sparen. Nicht, dass wir hier damit Probleme hätten. Aber ja. Der Squad ist schwierig. Ich habe wieder nicht genug Runden, um das da zu schaffen. Nicht genug. Knifflig. Es würde mich nicht wundern, wenn ich gar keinen hinbekomme von euch, ey. Du zündest als nächstes erstmal das da an. Ich will wissen, ob das entzündbar ist. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ei. Okay. Kann man das anzünden? Nein, kann man nicht. Uncool.
ein bisschen. Du schießt mal das da hinten ab. Boom. Damit es da keinen Stress macht. Ah, wenn man das hätte anfackeln können. Ja, ich weiß, Casualties. Zählt vielleicht der Debuff? Das wäre... Wenn der Debuff zählt, das wäre mega. Oder werde ich wieder Casualties bekommen? Aber ich fackel sie damit nicht an. Deine Reichweite ist nicht groß genug. Wenn du jetzt die 4er Reichweite hättest und dich da hinstellen könntest, dann würde das gehen. Aber tut es leider nicht. Leider nicht. Ach, Mann. Nur du kommst nicht bis dahin. Ich probiere es nochmal von vorne. Ich nehme dich wieder mit. Die Achievements sind nicht einfach.